Mit Escape-Taste habe ich Vorführung abgebrochen und jetzt sage ich so, Dublin. Jetzt brauche ich etwas. Und zwar, du solltest weiß werden. Also kontrastreich zum Bild. Und jetzt muss ich wieder auf Animationsbereich gehen und ich darf nicht da Animation abrufen, weil dann ersetze ich die bestehende Animation. Ich sage, nein, nein, schau mal. Die erste Animation einfliegen machst du schon. Aber die zweite Animation, Schriftfarbe anpassen, machst du wohl auch. Und zwar, ich nehme Schriftfarbe weiß. Und jetzt schauen Sie mal, das gleiche mache ich mit Ich komme. Ich komme anklicken, Animation hinzufügen. Wir haben herausgefunden, Schriftfarbe und zwar bei Effektoptionen sagen wir, weiß sollte das Ganze sein. Da können Sie mal aufdenken. Könnten wir auch gelb nehmen? Also, bababam, machen wir gelb. Wieso nicht? Schauen Sie mal, es spielt an und für sich keine Rolle. Einfach die gewünschte Variante machen. Und jetzt schauen Sie mal. So wie ich mich erinnern kann, das erscheint jetzt in der Reihenfolge nach, so wie ich mich erinnern kann, das Problem kam erst mit der zweiten Grafik. Ja. Und jetzt, ich könnte rein theoretisch das packen und hierher ziehen. Das nach dem zweiten Grafik, so, nach der zweiten Grafik sollten die Titel bereits verfärben. Und dann, sobald ich fertig bin, merke ich, die Reihenfolge von Bildern passt mir zum Beispiel nicht. Ich will dieses Foto im Vordergrund haben und wir haben das, glaube ich, mit der rechten Maustaste gelöst. Wir haben gesagt, in den Vordergrund. Und jetzt passen Sie mal auf. Wenn ich eine Ebene nach vorne klicke, ist das Step by Step. Habe ich mehrere Ebenen, muss ich gegebenenfalls mehrmals klicken. Ich kann natürlich auch sagen, grundsätzlichen Vordergrund, dann wird das automatisch dominant sein. Jetzt merke ich, ah, das überschreibt mir Dublin. Nein, rechte Maustaste. Eine Ebene nach hinten. Noch eine Ebene nach hinten. Bäh. Noch eine Ebene nach hinten. Jetzt habe ich Dublin. Da. Und dann haben wir noch Folgendes gemacht. Sobald wir das alles geholt haben, wir konnten langsam mit Ruckzuck beginnen. Wir haben gesagt, dann zuerst verschwindet dieses Bild. Animation hinzufügen, verblassen, dann Klick. Da Animation teilen, dann dieses Bild verkleinern, dieses Bild. Schauen Sie mal, was wichtig ist. Ich nehme jetzt verschiedene Optionen, gell? Ich sollte das aber sonst nicht machen. Ich denke jetzt, niemand macht so richtig überrascht zu werden. Und das Publikum ganz garantiert nicht. Zack, pack. Ja, wischen. Und jetzt schauen Sie mal, wie sieht das aus? Bildschirmpräsentation